Dieses Video wird euch präsentiert vom Taschengelddieb. Seht, die Untoten ziehen in das Land der Sterblichen ein. Herzlich willkommen beim Chef Oberboss und willkommen bei einem neuen Video zu Warhammer The Old World. Heute will ich euch meine komplette Khemri-Armee auf dem Schlachtfeld zeigen, und zwar komplett bemalt. Dazu habe ich schon einige Maltutorials gemacht und heute will ich sie euch auf dem Schlachtfeld präsentieren, in Farbe sozusagen. Angeführt wird die Armee von dem prächtigen Prinzen Toletor, den ich hier auf einen Knochendrachen gesetzt habe. Normalerweise im Original sitzt da der Kruftpriester drauf und der Prinz Toletor marschiert zu Fuß hier nebendran. Hier sitzt er jetzt aber auf dem prächtigen Knochendrachen und führt dann die Armee der Khemri an. So, dann gehen wir zum nächsten Charaktermodell erstmal. Und zwar das da hier ist dann der Hierophant, der normalerweise auf dem Knochendrachen sitzt. Das ist Neferkare, der Hierophant. Ich habe jetzt hier noch ein Knochenpferd, also ein untotes Pferd, übrig gehabt aus meiner Bitbox und habe den jetzt sozusagen da drauf zusammengebaut. Den kann man auch abnehmen und dann auf den Knochendrachen setzen. Und dann hier den Monarch draufsetzen auf das Knochenpferd. Also ist voll variabel sozusagen. Dann haben wir hinten dran das Regiment von Itenebu, dem Jäger. Den sieht man hier auch so ein bisschen. Das ist nämlich der mit der Kleve. Und das sind 16 Skelettbogenschützen. Ansonsten ohne Standarte und ohne Musiker. Dann drehen wir uns mal ein bisschen. Und zwar hier hinten auf dem Hügel sind die anderen 16 Skelettbogenschützen. Und die werden angeführt von diesem hier. Und zwar ist das Apos und das sind seine 16 Schützen. Dann auf der rechten Flanke haben wir das Regiment von Kadesh, dem Mutigen. Das sind 8 Skelettreiter, inklusive Champion, Standartenträger und Musiker. Und die sind alle mit Speeren ausgerüstet. Dann haben wir auf dieser Flanke hier 8 Skelettbogenschützen und das ist das Regiment von Sapta, dem Geschwinden. Und links daneben haben wir das Regiment des älteren Preoaten. Das sind 3 Skelettstreitwagen inklusive Champion, Standartenträger, Musiker. Den Musiker, den habe ich jetzt hier sozusagen weggelassen. Der hat mir nicht so gut gefallen vom Modell her. Und daher müssen die jetzt ohne den Musiker jetzt hier auskommen, aber man kann ja trotzdem so spielen, als ob da Musiker mit drin wäre. Dann fehlen jetzt hier noch die 20 Skelett
Speerträger der linken Flanke. Das ist das Regiment von Nebuzet dem Tapferen mit Standarte, Musiker und natürlich dem tapferen Nebuzet, also ein Champion. Und genau das gleiche rechts neben dem Knochendrachen. Haben wir hier das Regiment von Hakaros, dem Beflissenen. Ebenfalls 20 Skelett-Speerträger mit Standarte, Musiker und dem Champion. Ja, und das war's schon. Und das ist nochmal die komplette Armee. Insgesamt sind das 1250 Punkte für Warhammer The Old World. Und ich bin gespannt, was die nachher auf dem Schlachtfeld können. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Und durch die großen Bases brauchen wir halt schon doch relativ viel Platz auf dem Spielfeld. Da kann man gar nicht so viel dann aufbauen. Natürlich kann man hier in die Mitte noch irgendwo dann auch einen Turm hinsetzen, damit man so ein bisschen drumherum laufen kann. Aber den habe ich jetzt weggelassen gehabt, damit ich euch besser hier die Einheiten alle zeigen kann. Und verstaut habe ich die einfach hier in der kompletten Cambry-Box. So sieht es dann aus. Passt alles genau rein. Passt aber auch wirklich nicht mehr viel mehr anderes rein. Also von daher, wenn ich irgendwann mal Verstärkung habe, muss ich mir dann noch eine andere Transportbox basteln. Und noch zusätzlich dann dazu packen. Und hier passt dann einfach der Deckel drauf. Und dann lagern die einfach ziemlich cool da drin. Und das war es auch schon wieder beim Chef-Oberboss. Ich hoffe, das kurze Video zu meinen Kimri hat euch Spaß gemacht. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef-Oberboss und bei Warhammer The Old World. Macht's gut. Tschüss.